Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video in neuer Location, beziehungsweise nicht ganz neuer Location, sondern eben einfach aus dem Wohnzimmer. Spitze. Wir wollen heute auf jeden Fall nochmal ganz kurz über den Spider-Man No Way Home Trailer sprechen, der eigentlich schon fast tot diskutiert wurde. Allerdings habe ich da noch so ein paar Schwierigkeiten damit, die an sich noch gar nicht mal so häufig angesprochen wurden, beziehungsweise ich glaube, noch gar nicht angesprochen wurden. Worum genau es da geht, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Der Spider-Man No Way Home Trailer ist ja dadurch ein bisschen aufgefallen, dass man eben sagt, dass sich Dr. Strange hier sehr seltsam verhält. Auch hier gibt es schon die ein oder andere Erklärung, warum das Ganze so sein könnte. Von Theorien von Mephisto bis hin zum bösen Dr. Strange. Glaube ich aber, das ist alles Quatsch. Ich glaube wirklich, dass man hier einfach einen Grund eingebaut hat, das Multiversum zu eröffnen. Wir erinnern uns, in Loki wurde das Multiversum quasi gestartet. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der das Multiversum für unsere Figuren öffnet. Das ist eben Dr. Strange. Und ich glaube tatsächlich, dass das Ganze, was wir im Trailer sehen, der Moment, in dem Dr. Strange das Multiversum startet, mehr oder weniger ein Nachdreh war. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich Dr. Strange 2 in the Multiverse of Madness vor Spider-Man 3 hätte kommen sollen. Diese ganze Chronologie zwischen WandaVision, Spider-Man und Doctor Strange 2 ist sowieso so ein bisschen wirr geworden. Einfach aufgrund von Corona und eben, dass bestimmte Drehs nicht rechtzeitig fertig wurden. Deswegen ist Spider-Man 3 auch vor Doctor Strange 2 fertig. Und jetzt mussten sie sich halt aber überlegen, okay, wie machen wir das Ganze jetzt chronologisch in diese Geschichte? Also wie bauen wir das Ganze jetzt chronologisch in die Geschichte ein? Ich schätze mal, dass Doctor Strange 2 tatsächlich das Multiversum für Spider-Man 3 hätte öffnen sollen. Das Problem ist allerdings, wenn wir jetzt Spider-Man 3 zuerst bekommen und Spidey wäre bereits im Multiversum gefangen, beziehungsweise hätte bereits die Möglichkeit, das Multiversum zu betreten durch Doctor Strange, hätten wir die Erklärung dafür erst im nächsten Film bekommen. Das wäre chronologisch gesehen wahrscheinlich einfach eine schlechte Idee. Deswegen kann es gut sein, dass wir hier einfach einen Nachdreh sehen, beziehungsweise dass wir hier einfach einen Pseudo-Grund eingebaut haben, wie das Multiversum jetzt geöffnet wird, weil man sich ganz einfach gesagt hat, wir setzen Doctor Strange 2 jetzt nach Spider-Man an. Nee, hier war nach, hier war vor. Nach Spider-Man an. Warum auch immer, ich schätze mal, um einfach eine bestimmte Chronologie einzuhalten und vielleicht nicht zu viel zu spoilern. Was aber eigentlich generell schon irgendwie sehr viel Spoiler, das ist kompliziert tatsächlich, das ganze Thema. Wenn man sich aber einfach mal ganz klar vor Augen hält, was wir in diesem Trailer sehen, ergibt der Zusammenhang zwischen dem, was gesagt wird und dem, was passiert, gar keinen wirklichen Sinn. Und das ist mir jetzt beim zweiten Mal schauen des Trailers aufgefallen, dass Dr. Strange wirklich Dinge macht, die dann später zu anderen Dingen führen. Und ich erkläre das ganz kurz mal ein bisschen ausführlicher. Wir sehen im Trailer die Szene, in der Peter sich an Dr. Strange erinnert und sich eben sagt, ey, der Kerl, der könnte doch mein Leben wiederherstellen, er könnte doch die ganze Welt vergessen lassen, dass ich Spider-Man bin. Er geht zu Dr. Strange und Dr. Strange sagt, ey, ich kann das vergessen lassen. Ist schon ein komischer Schachzug. Ich meine, das ist der gleiche Dr. Strange, der uns in Infinity War noch gesagt hat, er wird den Zeitstein um jeden Preis beschützen. I want to protect the stone. But you have to understand. If it comes to saving you or the kid or the time stone, I will not hesitate to let either of you die. Der Dr. Strange, der zu Tony Stark gesagt hat, ich bin hier, um deine Realität zu schützen. Protecting your reality, douchebag. Und der hier auf einmal sagt, nee, wir ändern die Realität ein bisschen. Das ist schon sehr komisch. Allerdings passiert dann ja was ganz anderes. Es wird ja anscheinend dadurch ein Multiversum geöffnet. Und da habe ich schon Schwierigkeiten mit, da einen Zusammenhang zu finden. Dr. Strange sagt, wir fangen jetzt an mit dem Zauber, dass die Welt vergisst, wer Spider-Man ist. Und dann zack, sind sie im Multiversum. Warum?
der Zauber sollte doch etwas ganz anderes bewirken, als er wirklich bewirkt hat. Und da kann man mir jetzt auch nicht mit dem Argument kommen. Ja, aber Peter hat ja auch reingeredet, ne? Das ist dann, wenn Peter da reinredet, wenn der was macht, dann... So leicht könnt ihr es euch dann auch nicht machen. Ich hoffe nicht, dass das wirklich der einzige Grund ist, dass man eben sagt, ey, Peter Parker hat Dr. Strange ja komplett verwirrt mit seinem Reingerede und deswegen hat er das Multiversum geöffnet. Ich glaube, hier fehlt uns einfach eine ganz wichtige Information zwischen den Szenen. Der Zauber wird ausgeführt und etwas ganz anderes passiert daraufhin. Ich meine wirklich, dass man hier einfach versucht, die Chronologie dieser drei Filme wiederherzustellen, beziehungsweise der WandaVision-Serie und diesen beiden Filmen, die ja anscheinend geplant waren als eine, naja, nicht Trilogie, aber sie sollten quasi einen Staffelstab weitergeben an den nächsten Film. Das ist eben nicht passiert aufgrund von Verschiebungen von Dreharbeiten. Und jetzt ist eben die Frage, wie sie das Ganze angehen. Spider-Man 3 wird, so denke ich mir das, vor Doctor Strange 2 spielen. Chronologisch. Das bedeutet, was in Doctor Strange 2 passieren wird, sollte ja ursprünglich vor Spider-Man 3 spielen, wird jetzt aber dahinter verfrachtet. Und das kann eben dazu führen, dass wir jetzt ein paar Szenen bekommen, die sich irgendwie ein bisschen seltsam anfühlen, weil man jetzt versucht, zwanghaft, dass das Ganze wirklich irgendwie in diese Timeline reinpasst. Ich verstehe es nicht ganz. Ich hätte dann eventuell gesagt, verschieben wir wirklich Spider-Man 3 auf nächstes Jahr und bringen vorher Doctor Strange 2 eben raus, weil der ja auch ursprünglich in der Geschichte davor spielen soll. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich diese Szene so seltsam anfühlt und warum das irgendwie auch keinen Sinn ergibt, was Doctor Strange da denn macht. Ich glaube, im ursprünglichen Spider-Man 3 hätte er nämlich nicht das Multiversum losgeschlagen. Das wäre schon in seinem eigenen zweiten Film passiert. Und Peter wäre einfach irgendwie ins Multiversum reingeraten. Jetzt ist Peter noch nicht im Multiversum drin. Jetzt brauchen wir einen Grund, warum er denn da reinkommen kann. Und der Grund ist eben Doctor Strange, der sich anscheinend verzaubert, weil Peter ihn belästigt beim Zaubern. Ich wünsche mir wirklich, dass da mehr dahinter steckt. Das ist einfach... Ach, so, wie gesagt, das ist einfach nur meine Theorie. Ich gehe davon aus, dass da wirklich ein paar Problemchen dahinter stecken, hinter dem Ganzen. Und dass das nicht wirklich irgendwie auf Mephisto, auf einen bösen Doctor Strange oder irgendwas Ähnliches hindeutet. Das ist einfach ein Punkt, der sich seltsam anfühlt, weil man hier versucht, eine Chronologie zu retten, eine richtige Reihenfolge. Und das kann stark nach hinten losgehen. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, wie gesagt, das muss nicht so sein, das ist nur meine Meinung, das ist nur meine Theorie. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, ob ihr da auch sagt, ja, macht schon Sinn, kann eventuell sein. Oder ob ihr sagt, ey, das ist gar kein seltsames Verhalten von Dr. Strange. Vielleicht könnt ihr mir sogar erklären, warum das Multiversum geöffnet wird, obwohl Dr. Strange einfach nur versucht, die Menschen vergessen zu lassen, was Peter Parker gemacht hat. Vielleicht sehe ich da auch einen Zusammenhang nicht und bin da einfach gerade zu doof dafür. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Seid bitte nett. Und dann können wir uns weiter über das Thema unterhalten. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen im Auge behalten. Ich schätze mal, einen zweiten Trailer werden wir noch bekommen. Und dann aber auch nicht mehr. So, deswegen, ja. Erleuchtet mich gerne mit eurem Wissen, wenn ihr mehr wisst als ich, wenn ihr mehr verstanden habt als ich, wenn ich wirklich zu doof bin, um zu verstehen, was da passiert. Ab in die Kommentare dann damit. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Video. Bis dann, ciao.